Sudala, wir machen weiter mit Dune Spice Wars. Willkommen beim WB bei Writing Bull auf Twitch. Um die 1000 Zuschauer. Kurz nach 10 am Release-Tag, beziehungsweise am Start in den Early Access am 26. April. Liebe Grüße an die YouTube-Leute, die mit dabei sind und hier zuschauen. Playlist dort oben in der Ecke. Und weiter. Wir wollten hier ein Forschungsgebäude bauen in Talwan, weil das keine spezielle andere Ressource dort gibt, wo man sagen würde, da müssen wir auf jeden Fall dort was bauen. Und mehr Wissen bringt immer. Weil ich würde gerne mal ein Gefühl dafür bekommen, wie sehr das die Forschung tatsächlich beeinflusst. Ja? Ah, da stehen die Wissenspunkte, die hatte ich eben mal gesucht. Plus 4 Wissen generieren wir im Augenblick Runde für Runde. Das heißt, das wären tatsächlich 25% Wissenspunkte mehr. Das ist ein krasser Unterschied. Und dafür würden wir ausgeben, 8 Geld, also in Anführungszeichen 8 Solari Runde für Runde. Und 6 von diesen hier von dem Plastahl. Davon generieren wir 41 pro Runde, können wir uns alles leisten, können wir machen. Ein Forschungszentrum, einmal daneben hier. Hier unten haben wir schon beide Gebäude gebaut. Hier steht eine Windfalle und eine Raffinerie. Die Windfalle, hier ist eine starke Windstärke von plus 5, sorgt dafür, dass wir ordentlich Wasser generieren. In der Stadt selber hier können wir nichts bauen. Und die Stadt hier unten wiederum, die ist jetzt da. Da können wir auch was bauen. Und hier haben wir dieses Gebäude hier, seltene Elemente. Sobald wir hier eine Verarbeitungsanlage gebaut haben, würden wir ja extra Prozente bekommen. Hier unten ermöglicht den Bau einer Verarbeitungsanlage. Und die wiederum steht hier unten, ist allerdings durch Forschung noch nicht freigeschaltet. Wir brauchen die strukturierten Lagerhäuser. Generiert 30 Solari, kostet 8 und 12 von dem Plastahl. Kann man durchaus machen, aber warten wir doch einen Moment nur ab, weil wir das noch nicht erforscht haben. Das kommt hier unten, das ist fast fertig, darüber geht's dorthin. Wir könnten die Zwischenzeit dafür nutzen, um hier ein weiteres Forschungsgebäude hinzubauen. Danke an Pui für dein Abo auf Twitch. Hi. Das würde dazu führen, dass wir dann da Abschluss der beiden Gebäude 50% mehr Forschung hätten, aber entsprechend mehr Geld verbraten hätten. Ich würde das machen. Noch einmal Forschung mehr hier unten rein. Leisten können wir es uns im Augenblick plus 38, deshalb weil wir allerdings alle Spice auch verkaufen. Deshalb produzieren, weil wir schon die in 8 Tagen kommen die, im Lager 113. 19 produzieren wir, wir verkaufen 19 mal 2 sind 38. Wir bauen noch ein Forschungszentrum. Truppen heilen aus. Wo können wir sonst noch hin? Hier wird und da wird erkundet. Hier haben wir ein Dorf kennengelernt. Mal gucken, was sich hier verbirgt. Das nächste Dorf wird wahrscheinlich das sein. Das wird das erste sein, das wir uns überhaupt leisten können. Wir können mit den Einheiten schon mal rüberziehen. Hierhin. Oder besser hierhin. Wir können nämlich hierhin, darin dann raufziehen. Wir können auch den direkten Weg gehen. Nee, das ist, glaube ich, besser. Wir haben einen Ort aufgedeckt. Tabu hier. Und es gibt hier vorne das Fährenwrack, da bekommen wir, wenn wir das untersuchen, nochmal Gold einmalig. Und das holen wir uns auch einmal hier oben hin, da können wir nicht mehr Gebäude unterhalten. Der macht hier vorne eine Untersuchung.
Wenn ihr Fragen habt zum Spiel, ich gucke gerne rein. In den Chat hin und wieder und pick mir dann was raus. Was sind wir da? Oh, ein Spice vorkommen! Boah, die ist so wichtig und so weit weg. Da müssen wir hin. Und da haben 82 Einfluss, aber es wird sich echt lohnen. Ganz weit weg. 82 Einfluss sammeln, das ist die nächste Stadt und dann dahin. Krass ist das weit weg. Und die müssen wir dann auch halten, die ist in der Mitte der Karte. Die müssen wir dann wahrscheinlich auch verteidigen, das ist so wichtig. Wenn man an Wasser kommt, fragt Stromklampfe über solche Gebäude wie das wir hier gebaut haben. Das hier. Das holt sich aus dem Wind Wasser. Eine Windstärke wird umgewandelt in 3 Wasser. Windstärke hier 5, deshalb 15 Wasser hier. Ja, was ist das hier? Ja, belohnt sich. Also das kann man uns natürlich schneller holen für 70 und könnte noch mehr Plastahl gewinnen, aber da müssen wir eigentlich hin. Danke an Datte Donnerstag im Chat. Wir decken erstmal das hier auf. Die haben wir uns hier, können wir uns eine Belohnung bekommen. Einmal abschließen. Wie viel bekommen wir dazu? Mal schauen. Boah, jede Menge Geld bekommen. Noch einmal ins Nachbarterritorium hier. Geistliche Steuer muss entrichtet werden in 25 Tagen. Wir haben müssen 113 Spicehammer im Lager. Müssen in 5 Tagen hier 80 entrichten. Wir sammeln es, wir verkaufen es, deshalb habe ich euch schon gezeigt. Können wir die jetzt schon entrichten? Oder kommt das automatisch? Spicefeld entdeckt, ich weiß, ja. Ne, das dauert noch. Die Stadt hier können wir uns anschauen. Vorher bitte mal die Ressourcen hier. Ja, also die Frage ist aber, können wir die Stadt... Leute, wie sollen wir da hinkommen? Das ist gar nicht möglich. Wir können die nicht einnehmen, weil wir mit der... Ach, ich weiß, wie wir sie einnehmen. Natürlich mit unserer Spezialfähigkeit. Hier. Friedliche Annexion. Wir müssen gar keine Truppen dorthin schicken. Deshalb, der Weg dorthin führt durch diese Wüste. Und diese Wüste hier, Windstärke 10, bedeutet extrem hohen Verschleiß unserer Truppen, die wir da durchziehen. Wir würden unsere Truppen von hier niemals dahin bringen können. Wir könnten die Stadt militärisch nicht einnehmen. Aber wir haben eine Spezialfähigkeit, das ist diese hier. Dann dauert die Annexion länger und sie ist teurer. Wir brauchen nicht nur ründlich nachher 5 Wasser und einmalig 82 Einfluss, sondern auch einmalig 50 von dieser Ressource hier, die im Landrat ausgegeben wird, Einfluss. Ja? Und aber dadurch können wir das dann uns holen, können es auch halten, können Militärgebäude bauen und hier die Raffinerien. Ja? Das heißt, wir müssen unsere Truppen da nicht hinschicken. Der Ort ist billiger, aber auch völlig unspannend hier. Hier erkunden wir. Da erkunden wir. Was passiert? Bau abgeschlossen. Ein Forschungszentrum abgeschlossen. Ich speichere einmal ab. So, Forschung läuft weiter. Baukosten für Dorfgebäude geringer. Gebäude werden schneller errichtet und Dorfgebäude werden schneller repariert. Danach geht es hier unten weiter und dann kann man das nächste Gebäude bauen. Oh, Wasserinstandhaltung gering. Wissen pro kontrolliertem Dorf. Das heißt, dadurch hätten wir auch mehr Forschung.
Das bedeutet anscheinend, dass Teile der Minimap aufgedeckt werden. Das können wir alle später machen. Was ich gerne allerdings auch schon mal gucken würde, wir könnten mal schauen, wir haben ja einen Ernter hier. Das ist der hier. Pardon. Das ist der hier vorne. Und der generiert ja 19 Spice. Und durch mehr Crew-Mitglieder wäre er produktiver. Unsere Arbeitskraft ist bei plus 1 jede Runde. Jetzt gucken wir mal, wo wir ein Crewmitglied herstellen. Wo das geht. Ob das hier in der Raffinerie geht. Ich denke ja. Nee. Wo stellen wir noch ein Crewmitglied her? In der Stadt? Nein. Chat, habt ihr irgendwo schon mitbekommen, wie man weitere Crewmitglieder herstellt? Kann mir das jemand... Normalerweise sage ich ja no spoiler, aber jetzt auf diese konkrete Frage antworten frei. Beim Ernter. Danke an unseren Matze. Doch nicht hier drauf klicken, nein. Ah, da. Nicht genügend Ressourcen. Danke, Matze. Und Timeout ab jetzt. No spoiler, please. No spoiler. Wir brauchen dafür 50 Arbeitskraft. Werden die einmalig abgezogen? Matze, schon wieder Matze. Werden diese mal... Das ist ein bisschen komisch im Spiel im Augenblick noch gelöst, dass bei den Ausgaben nicht dran steht in der Regel, ob es ründlich ist oder einmalig. Die werden einmalig abgezogen an der Stelle, okay. Da haben wir uns nämlich eben bei den Verträgen so auf die Schnauze gelegt, als wir zu spät gemerkt haben, dass die Autoritätskosten nicht einmalig sind. Wir brauchen einmalig 50 und dann geht's runter. Wir müssen gucken, wie wir. Danke, das war's. No Spoiler ab jetzt wieder. Wir müssen noch ein bisschen warten. Gebäude abgeschlossen. Hier haben wir alle Bauslots gefüllt. Ein Bauplatz hinzufügen würde einmalig Plastahl kosten. Ich weiß gar nicht, ob man zwei Forschungszentren bauen kann. Aber wir haben schon 6. Dann haben wir den Ort hier unten. Der hatte eine Windfalle, eine Raffinerie. Der hier, da bauen wir in Kürze, und zwar in 3 Tagen, dieses Gebäude hier unten. Die Verarbeitungsanlage. Ja, 150 Plastahl einmalig, das reicht erstmal aus. Und hier steht auch schon ein Forschungszentrum. Ornithopter, hier erkunden, da erkunden. Könnten wir uns noch einen Ornithopter leisten? Ja, wir haben plus minus 2 Brennstoffzellen. Da könnten wir 400 Gold einen herstellen. Sollen wir das machen? Chat, ein dritter Ornithopter. Ja, nein. Leisten können wir in uns? Ein dritter Ornithopter, ja, nein. Ein dritter Scout, um schneller voranzukommen, ja, nein. Ja, Ornis, ja. Ja, ja, nein, ja. Ja, nein, nein, nein. So, und ab jetzt mit Begründung. Ein dritter Ornithopter, ja, nein. Mit Begründung. Wozu? Damit wir hier schneller die einmaligen Boni abgreifen können, überall auf der Karte verstreut sind. Allerdings wissen wir nicht, wie weit die KI schon ist und ob es sich noch lohnt. Später finde ich unlogisch. Also im Augenblick sind ja viele Orte, wo man so einmalig was abgreifen kann. Weil ich für den nächsten Ernter Brennstoff brauche. Das ist ein gutes Argument von unserer Matze. Wir bräuchten also erstmal eine Brennstofffabrik, denn wir bauen hier eine Raffinerie. Das ist ein gutes Argument. Das ist ein gutes Argument. Ja, da werden wir natürlich dran kleben. Ich habe ohnehin schon 2 und wahrscheinlich mehr als die KI. Okay, alles klar, Tipps Ende, Tipps vorbei, aus und vorbei. Mit dem Ernter kriegst du mich.
Yes, sir. Sir. Hier wird erkundet. Bau abgeschlossen, danke. Wer die fliegt? Ein Ornithologe, genau. Ein Vogelkundler, Jack Commander. Der hat nichts zu tun. Was hat er aufgedeckt? Ein Erntewrack. Nein. Achso, wir können einmal Spice sammeln. Das machen wir doch. Ja, wir sammeln hier einmal Spice ein. Mit dem Ornithopter, der vor Ort ist. Deckt er die Siedlung auf. Noch ein Spice? Nein! Und das ist näher als das andere sogar, oder? Wenn die, das ist etwa gleich, das sind unsere drei Spice-Vorkommen gleich. Die werden hier so ein Dreieck bilden. Bin begeistert. Sehr cool, ich habe mich schon gewundert, wo die stecken. Und die können wir militärisch gleich erobern. Da kommen wir hin. Achtung, wir müssen auf Stein bleiben. Sonst schluckt uns einer. Ja, einmal die Belohnung abgreifen. Und wie viel Spice kommt dazu? Im Augenblick haben wir 113 und 207. Sehr cool. Da können wir weiterhin alles verkaufen, was sich verkaufen lässt. Dann fliegen wir mit dem Kollegen wohin? Das ist die Kartenmitte. Der KI Sachen wegschnappen, finde ich sehr sympathisch. Fliegen mal nach oben, oben in die Mitte hin. Hier hin. Nein, was ist denn das? Cool. Schaut euch das mal an. Das sieht ja cool aus. Ich bin sehr gespannt, was wir hier alles entdecken. Wie hübsch das auch aussieht. So, ein Dorf aufgedeckt. Da hier brauchen wir 75 Einfluss. Für ein Spice-Vorkommen. Wer ist denn das? Angreifer können aus verborgenen Sietches, also aus den Höhlen der Einheimischen kommen, um Dörfer aus deiner Kontrolle zu befreien. Jeder erlittene Raubzug gewährt die Chance, den verborgenen Sietch zu enthüllen, indem er seinen Ursprung hatte. Wenn wir, ja, also im Augenblick sind unsere Dörfer ganz dicht beieinander und alle sind in Schussreichweite von dem hier. Also da brauchen wir auch keine Milizen. Die werden im Handumdrehen in Stücke geschossen. Eine Miliz zu rekrutieren würde kosten einmalig 50 Gold. Wir haben die Milizveteranen, 300 Gold und 20 Arbeitskraft. Einmalig anscheinend, ne? Ja, aber das ist sowas von... Wir haben Glück, dass unsere so dicht beieinander liegen. Wir haben echt Glück, Leute. Nein, ich will es nicht aufgeben, Gottes Willen. Das habe ich gemacht hier. Ja. Der hat wieder hier nichts zu tun. Dann fliegt der Kollege weiter nach Richtung... Wieder eine von diesen seltsamen Wüstenlandschaften. Wir erkunden wieder. Oh, ein Notfall passiert. Mal gucken, worum es geht. Raubzug erkannt. Ja, den haben wir eben schon erkannt. Aber wen wollen die angreifen? Die sind doch... Die werden in kurzer Zeit massakriert. Sollen die doch kommen?
Dann. Die kaiserliche Steuer wurde bezahlt. Wir haben dadurch Ansehen im Landsrat verdient. Das ist der Spice-Bericht. Eine neue Spice-Steuer wurde abgeführt. In 25 Tagen müssen wir wieder latzen. Der Kurs ist ein schlechterer. Eben waren es 1 zu 2. Können wir es uns leisten, erstmal nicht zu verkaufen? Nächstes Mal müssen wir schon 177 machen. Dann gehen wir erstmal, dann warten wir erstmal ab. Also der Kurs scheint sich immer jedes Mal, wenn die Steuer bezahlt worden ist, zu verändern. Zuerst produzieren wir mal hier auf Zeit. Also erst jetzt behalten wir erstmal alles und machen erstmal unser Lager voll. Dann gucken wir uns nochmal an, wo die Ornithopter sind. Der erkundet hier. Der hier vorne. Forschung läuft. Die aber mittlerweile freigeschaltet. Ein Agent nicht zugewiesen, haben einen neuen Agenten. Der nächste kommt in 8 Runden, jedes Mal dauert es länger. Wohin schicken wir Sahara? Die globale Produktion von Einfluss wird für ihre Infiltrationsstufe um 1% erhöht. Das ist doch cool. Das ist doch wirklich fein hier. Wir könnten noch mehr Autorität gewinnen, indem wir die noch mal hier hinsetzen. Wir wissen nicht, wer unsere Hauptfeinde sind. Wir haben noch keinen von denen kennengelernt. Hier würden wir könnten sie nach Maefa schicken. Dann würden wir eventuell hier oben einen kürzeren, besseren Kurs bekommen beim Spice verkaufen, oder? Wird das so sein? Ich weiß es nicht. Raubgilde ist noch nicht aufgetreten. Ja, wir können noch eine nach hierhin, ist eigentlich nicht schlimm. Geben wir noch mehr Autorität, machen wir nichts mit falsch. Ja? Alles klar. Und wieder raus. Hier werden wir gleich angegriffen. Was sind das für Einheiten? Distanzangreifer, okay. Eines unserer Dörfer wird belagert. Ja, was man so belagern nennt. Oh, in der Zeit bekommen wir 10% weniger Kraft, orientierungslos. Ach, feuert das selber? Nee, ne? Die Milizen sind wahrscheinlich weniger kraftvoll. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich jetzt nicht. Der hat nichts zu tun, der Kollege hier vorne. Wir haben einen Ort aufgedeckt. Hatma. Je weiter weg, desto krasser. Hier ist sonst nichts. Wir fliegen einmal ins Nebenterritorium. Hier erkunden wir irgendwas. Ah, wir haben den ersten Feind entdeckt, Leute. Einen umgerüsteten Ornithopter der Fremen. Ja, das sind die hier. Hallihallo. Was haben die? Wie sieht es bei denen eigentlich aus? Wie geht es denen so? Die haben so viel Gold wie wir gesammelt. Deutlich weniger Spice. Weniger Plastahl. Weniger Einfluss. Und viel mehr Aufklärungspunkte. Okay. Und wie geht es den Schmugglern? Einmal kurz gucken gehen. Nein, die schwimmen in Geld. Das muss irgendwie mit ihren Spezialfähigkeiten zusammenhängen. Haben we ebenfalls weniger Spice. Wir sind beim Spice überall besser. Wir sind auch beim Plastahl überall besser. Beim Einfluss sind wir besser als die. Bei der Aufklärung sind wir besser. Und bei den Harkonnen
etwa so viel Solari wie wir. Oh, mehr Spice. Ich habe den Verdacht, die haben irgendwie schon ein zweites Spice-Dorf. Plastal sind wir besser. Einfluss sind die eine Katastrophe. Aber der Aufklärung auch nicht viel besser. How can I help? Sehr interessant. Also der größte Gegner scheint mir im Augenblick der Kollege hier zu sein. Der Esmer Tyk oder Tuek, der Schmuggler. Denn so viel Geld zu haben, ist krass. Das ist echt krass. Wir könnten versuchen, Ressourcen zu wegzuhandeln. Aber die Frage ist, ob uns... Esmer wird einmal abgespeichert. Aus Gründen. Die Eltern der Zuschauer, die schon mal dabei waren, bei der vorigen Partie, weiß warum. Einmal aus Gründen abspeichern. Wenn wir... Ich wüsste gerne mal, wie viel Geld... Also, wir können leider die Arbeitskraft nicht handeln. Das ist nicht möglich, ne? Die wird uns am ehesten fehlen. Einfluss bekommen kann nicht schaden. Unser Einfluss geht im Augenblick runter. Warum eigentlich? Das ist doch Quatsch. Unser Einfluss steigt doch. Let's get to business. Ah, die haben einen fraktionsspezifischen Modifikator. Daran sind die nicht so interessiert. Das heißt, da bekommen wir einen schlechteren Deal. Die wollen viel Aufklärung haben und viel Plastal. Und darin schwimmen wir. Das wäre eine Gelegenheit. Aber das wollen die auch alles haben. Es gibt nichts, wo wir ein gutes Geschäft machen könnten. Bei den Hakonnen, die haben auch, ja, wir könnten eher Solari bekommen oder Spice. Und die haben auch an allem nur Interesse und kein Interesse an Einfluss. Also am ersten könnten wir noch mit denen einen Deal machen, denn die haben wenig Interesse an, die haben hohes Interesse an Plastal. Und haben nie ein verhältnismäßig geringeres Interesse an Spice. Oh, das klappt nicht, 10 zu 1. Wir versuchen erstmal rauszukriegen, wie das so ist. Da fehlt eine Fraktion. Ja, wir fehlen da, Mowgli. Die 3 plus wir sind 4. Wir schauen mal, also das ist natürlich, wir versuchen mal einen Vergleich zu finden mit anderen. Wir versuchen mal alles auf Solari runterzubrechen, ja? Das ist ja ganz doof. Kann man das auch einzeln einstellen? Ah, nee. Also, wir könnten im Verhältnis... Ach, das ist ein schlechter Kurs. 120 Solari ausgeben für 50 Spice, das ist ein ganz schlechter Kurs. Aber die haben größtes Interesse. Jetzt versuchen wir das mal bei Plastal rauszukriegen. Wie viel geben die uns dafür? 100 Solari für 140 Plastal. Darin schwimmen wir, davon haben wir allerdings auch genug. Einfluss kann man eigentlich nie genug haben, das ist immer cool. Wir profitieren, ach, das wollen die aber auch unbedingt haben. Also 140 gegen 100. Jetzt haben wir im Augenblick keinen Mangel an Solari, aber es kann nicht schaden, dann kann man eher teure Gebäude bauen und so weiter. Ja? Das heißt, das könnte man 140 gegen 100, merkt euch das mal. Und dann schauen wir uns das noch an hier. How can I help? Ja, die kleben an allem. Da kann man keinen guten Deal machen. Und die kleben auch an allem. Das ist auch irgendwie Quatsch. Das Klügste ist echt hier. Das ist etwas, was die brauchen und das ist etwas, was die uns... wo die neutrales Interesse haben. Soll das machen? Einmalig? Was meint ihr? Weil wir schwimmen in diesem Zeug hier.
Chat. 140 gegen 100? Ja, nein. Mach das, WB, meint der Matze. Mach es, mach es. Nein. So, und ab jetzt mit Begründung. Warum machen, warum nicht machen? Bitte begründen. Handel mit den Harkonnen. Pfui. Aus moralischen Gründen. Foxhund, mach das nicht. Harkonnen sind böse, die muss man platt machen. Wir sind die Guten. Ja. Geld ist deshalb im Minus im Augenblick, weil wir alles, was wir haben, verkaufen von dem Spice. Wir haben nachher jede Menge Geld, indem auch, wenn ich das hier links umstelle, guck mal. Wenn ich umstelle auf so, 70 zu, so, dann sind wir schon wieder leicht im Plus. Ob es den Ruf verändert der Fraktionen, fragt Narkrom, das weiß ich nicht, das müssten wir rauskriegen. Aber ist eine gute Idee. Glase, danke fürs 5. Abo. Capillus, willkommen hier. Da Donnerstag, willkommen hier. Alle neu, alle willkommen. Wir warten doch ab, ob das Polster noch dicker wird. Wir warten noch eine Idee ab. Wir wissen, im Prinzip geht das jetzt. Ja? Wir warten noch was ab.